Erfahrung mit einem Braunkohleabbau in der Größenordnung, wie wir in Garzweiler vorfinden. Niemand hat Erfahrung mit einem Restsee, wie er da geplant ist. Also ist alles andere Bullshit, was ihr hier erzählt. Wenn wir so fehlgeleitet werden, dann hätte ich ganz gerne einfach mal eine Erklärung dafür, warum der Landesrechnungshof der gleichen Meinung ist. Sind die auch einfach fehlgeleitet? Haben die einfach keine Ahnung von ihrem Job? Kann ich mir kaum vorstellen. Schluss mit innenpolitischer Geisterfahrt. Auf die Aussagen des Innenministers ist ganz offensichtlich kein Verlass und deshalb brauchen wir Auskunft von unabhängiger Seite. Aber nur wenn wir diesen Städten helfen, sich von der Altlast zu befreien, werden sie wieder handlungsfähig. Erst dann können sie wieder sich vollumfänglich um den Ausbau des lokalen ÖPNV-Angebots widmen. Sparkassenvorstände in NRW, vor allem die Vorstandschefs leben immer noch in einer der besten aller bestehenden Welten. Sie nehmen nicht einfach von jeder Seite das Schönste. Sie erhalten Vergütungen auf dem Niveau des Privatbankensektors und Pensionsansprüche wiederum, die sehr stark an die Altersversorgungsbezüge von Beamten erinnern. Diese Kolleginnen und Kollegen sehen auf ihren Kontoauszügen weiterhin Monat für Monat deutlich weniger als ihre verbeamteten Tischnachbarn im Lehrerzimmer. Im Fachtext des Gesetzes wird jetzt von optisch-elektronischer Sicherheitstechnologie gesprochen. Das ist wesentlich mehr als Videoüberwachung und schließt die ganzen Software-Tools wie Verhaltenserkennung, Personenidentifizierung, Gesichtserkennung und so weiter mit ein. Wir können die Kommunen durch Änderung des Kommunalabgabengesetzes dazu befähigen, eigene ÖPNV-Finanzierungsinstrumente einzuführen. Enden hier in ihrer Rede und bezeichnen erstmal die Fans da draußen pauschal als Idioten, die sich da in irgendeiner Form daran beteiligt haben. Das ist eine Frechheit. Absolute Frechheit, Herr Lübcke. Und wir rufen Servus, Goodbye und Mu zur Digitalkompetenz der CDU. Nun schließe ich das Kapitel der Reimerei und ende ganz friedlich mit leisem Auweih. Ich denke, es ist klar geworden, wir werden den Antrag ablehnen. Danke.